Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Och, die Gegner respawnen schon wieder. Hilfe, ich will weg. Dingsbums. Ja. Ich gehe erstmal zur Promenade. Soldat bzw. Frontkämpfer. Also. Los, wo? Dämlich. In der letzten Folge haben wir den ersten Tod gehabt. Durch Zeitdruck. Danach habe ich mich dann erstmal ausgelockt und ja gut, und dann bin ich direkt wieder da gestartet und bin dann direkt losgegangen wieder. Danke Spiel, dass du mal wieder nicht geladen bist. So, endlich. Ach, ich hätte hier gleich zur Kantine porten können. Och, verdammt. Ich hätte mich ja gleich zur Kantine porten können. Och, ich dämlich. Ich dämlich. Ich dämlich! Das perfekte Satz. Okay, der Witz, der ist so alt und ich finde ihn trotzdem noch so geil. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schwer festhänge. Stuck. Stuck. Oh, 82 Sekunden muss ich erwarten. Nee, danke. Stuck. Ich häng fest. Ich stehe auf der Stelle. Ich häng auf der Stelle fest. So, jetzt geht's eigentlich wieder. Das nervt mich so oft, dass man hier dauernd irgendwo festhängt. Auf der Ende der Gründe, warum ich kein Abo in dem Spiel mehr kaufen will. Mit einem sehr zornigen imperialen Diplomaten über mich ergehen lassen. Anscheinend sind ein paar republikanische Soldaten in den imperialen Inhaftierungsbereich eingebrochen. Hey, ich war nur gerade im Kopfnussclub was trinken. Die haben eine neue Bedienung. Ein echter Hingucker. Spart euch das, Balkar. Ihr wisst doch was. Das ist doch unser Fehler. Störe ich gerade? Jorgen ist schuld. Der Chaos-Trupp ist für diesen Einbruch verantwortlich. Balkar hat nichts damit zu tun. Schön, dass ihr mir so die Mühe erspart, euch hinterher zu jagen. Oberagent Sane, SID. Diese kleine Nummer von euch hat meine Chancen ruiniert, um über eine sichere Rückkehr des Todestrupps zu verhandeln. Ihr seid nicht auf dem Laufenden, Sane. Die Imperialen haben sie bereits vom Planeten gebracht. Für euch, Oberagent Sane. Danke. Und das Stürmen einer imperialen Einrichtung hat die Lage wohl verbessert, wie? Ab sofort mischt ihr euch nicht mehr ein, ist das klar? Zuerst kommen unsere Kameraden. Verstanden. Nicht wirklich. Wir mischen uns erst dann nicht mehr ein, wenn der Todestrupp frei ist. Dann kann sich euer Vorgesetzter schon mal auf einen kleinen Liebesbrief von mir gefasst machen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss einen imperialen Botschafter besänftigen. Ihr findet selbst den Weg runter von meinem Planeten. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, hierher zurückzukommen? Ich sagte doch, dass ich damit nicht in Verbindung gebracht werden darf. Wir haben einige verschlüsselte Koordinaten im Hauptcomputer des Gefängnisses gefunden. Wir glauben, dass sie uns sagen, wo der Todestrupp ist. Vielleicht sollten wir euch nicht involvieren. Könnt ihr uns helfen? Es wird immer riskanter. Wir wollten euch um Hilfe bitten, aber nach diesem Ausbruch... Ja, ich behalte lieber meinen Job. Danke. Einer meiner Freunde im Abhördienst schuldet mir was. Ich lasse euch mit ihm in Kontakt treten. Er kann vielleicht was mit diesen Koordinaten anfangen. Mehr kann ich nicht tun. Das wird reichen. Dank dem Mann, Jorgen. Das ist wirklich nicht viel. Ich danke euch für die Hilfe. Keine Ursache. Ich setze mich mit Balkars Kontakt in Verbindung, sobald wir zurück auf dem Schiff sind. Ich melde mich, wenn ich irgendwas erfahre. Okay, haben wir endlich mal geschafft, den Scheiß. EP-Shop ist drin. Auf die Beine und in die Schlacht. Aber Eric Jorgen auf Stufe 12. Und dann geht's erstmal zurück ins Schiff. Okay, er hat gar keine Gespräche mehr. Hätte ich jetzt doch noch eine letzte Folge packen können. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir jetzt erstmal nach Tatooine. Bitte kommen, Lieutenant. Hier spricht General Garza. Ich sehe, ihr seid in Anchorhead gelandet. Tatooine ist ein weitläufiger und gefährlicher Wüstenplanet. Und ich fürchte, ihr könnt bei eurer Mission dort nicht auf die Unterstützung der Republik zählen. Verstanden, General. Kein Problem. Das klingt nicht gut. Der Chaos-Trupp hat alles im Griff. Wie dem auch sei, Lieutenant. Ich hasse es, meine Leute ohne irgendeine Form der Unterstützung in unbekannte Gebiete wie Tatooine zu schicken.
Aufgrund fehlender militärischer Mittel habe ich Kontakt zu einem Einheimischen hergestellt, der euch bei eurer Mission helfen wird. Oleg Klerren, der Bürgermeister von Anchorhead. Bürgermeister Klerren ist zwar kein Soldat, aber er kennt das Gebiet äußerst gut und kann euch die Ressourcen der Stadt, was auch immer das sein mag, zur Verfügung stellen. Sehr gut. Damit kann ich arbeiten. Der Bürgermeister macht dir Witze? Ich werde mit dem Typen reden. Aber denkt daran, dass diese Operation streng geheim ist, Lieutenant. Ich habe Bürgermeister Klerren nur gesagt, dass ihr in einer wichtigen Mission unterwegs seid und mehr braucht er nicht zu wissen. Verstanden? Positiv. Macht euch da keine Sorgen. Lasst mich nur meine Arbeit machen. Ich werde vorsichtig sein, General. Sehr gut. Das wäre alles für den Augenblick. Fahrt mit der Operation fort. Gaza, Ende. Okay. Sprich für Bürgermeister Klerren oder Kleran. Klerane? So, das ist eine Raummission. Ja gut. Gehen wir erstmal auf den Planeten. So. Gut, dann einmal Raumhafen von Anchorhead. Zeige ich euch hier das Datacron. Ich weiß nicht mal mehr genau, wo das überhaupt war. Ich glaube, das war... Dunkelkarte. Hier, glaube ich, irgendwo musste man hochgehen. Zeige ich euch das mal? Ach komm, ich zeige euch das jetzt mal. Ja, mit der Folge, wir haben die Folge, die letzte Folge war so lang. Ja. Zeige ich euch jetzt einfach mal. Anchorhead. Es ist übrigens auch nicht möglich, als Imperialer hierher zu kommen. Das habe ich mal probiert, das geht aber leider nicht, weil da unsichtbare Wände im Weg sind. Ich glaube, nur da, wo das Taxi lang fährt, ist keine unsichtbare Wand und natürlich auch eine Erschöpfungszone ist auch noch im Weg, aber die kann man mit Festung und Nicht-Festung umgehen. Oder halt mit Einloggen, Ausloggen. Und alles okay. Also ich glaube, das war hier, ne? Hier bei der Mauer, hier beim nördlich vom Raumhafen, genau hier hoch. Dann hier lang. Da hoch, darüber. Ich weiß aber nie, wo ich hier lang muss. Auf der Imp-Seite, da gibt es einen genaueren Weg, aber auf der Rep-Seite ist es immer so ein bisschen... Ja, ich weiß mal nicht genau, wo ich lang muss. Ich glaube hier, ne? Dann hier hoch. Hier lang. Weil es gibt hier mehrere Wege, wie man hier lang gehen kann. Oder beziehungsweise wie man vorwärts kommt. Oh, jetzt wird er fast abgestürzt wegen der scheiß Kamera. Da lang, oder? Ich glaube, hier war es lang. Hier war es lang, vor allen Dingen. Also über das linke Tuch. Oder über die linke Überdachung. Dann, glaube ich, hier lang. Ich glaube, dann hier rüber, ne? Ah. So. Der Sprung ist gar nicht so ohne. So, und jetzt? Nee, ich glaube, da muss man rüber. Boah, jetzt bin ich da fast runtergeknallt. Und jetzt? Ich glaube, hier rauf, ne? So. Dann da oben lang, glaube ich. Oh, da fliegt gerade ein Raumschiff rum. Und dann... Ja, genau, darunter. Ich weiß gar nicht, was für ein Wert das hat. Ich glaube, auch Beherrschung oder sowas. Oder Präsenz. Ne, Präsenz war es, glaube ich, nicht, ne? Ich weiß nicht, was das genau für ein Wert jetzt hat. Kann ich mir jetzt leider nicht anschauen. Aber perfekt, sind genau auf dem Gebäude vom Bürgermeister. Das heißt, wir können da direkt reingehen und dann mal schauen, was da so, was der so sagen wird. Jetzt sind es schon ungefähr 64, Sir. Wir lassen aber noch ein paar Freiwillige weiter in den Trümmern suchen. Sicher ist sicher. 64. So. So viele. So viele Tote. Und weswegen? Warum passiert das? Womit haben wir das alles verdient? Wir haben immer noch keine Hinweise, Sir. Aber ich bin sicher... Entschuldigt, aber wer seid ihr? Dies ist das Büro des Bürgermeisters. Ihr könnt hier nicht einfach ohne Termin reinplatzen. Der Bürgermeister erwartet mich. Na gut, dann gehe ich eben wieder. Stell mich nicht, Jungchen. Ich bin Soldat. Der Bürgermeister weiß, dass ich komme. Ihr müsst der Lieutenant sein, der, von dem mir General Garza erzählt hat. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Bitte, Lieutenant, ich brauche eure Hilfe. Meine Stadt, die Bevölkerung von Anchorhead braucht eure Unterstützung. Ich habe schon einen Auftrag. Was geht hier vor sich? Oh, Leute, das ist nicht mein Problem. Wie kann ich mich nützlich machen?
Jemand greift uns an, Lieutenant. Überall in Anchorhead kam es zu Bombenanschlägen. Bestimmt mehr als ein Dutzend in der vergangenen Woche. Und wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Es gibt keine Drohungen, keine Forderungen oder Warnungen. Unschuldige Leute sterben ohne jede Erklärung. Es tut mir leid, ich kann nicht helfen. Kommt mir bekannt vor. Na und? John, ist eines unserer Ziele nicht ein Bombenexperte? Positiv, Lieutenant. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auf Ort Mantell eine ganz schöne Show abgezogen. Wirklich? Glaubt ihr, unsere Probleme könnten miteinander zu tun haben? Wenn ihr diesen Bombenexperten finden würdet. Sir, Bürgermeister Clarence, Sir. Es gab eine weitere Explosion. Ein Wohngebäude drüben in Distrikt 7. Oh nein, nein, nein. Wie viele? Wissen wir das schon? Nein, Sir. Es sieht aber nicht gut aus. Dort haben viele Leute gewohnt. Viele Familien. Aber lasst mir das. Fasst euch wieder und handelt. Ihr wollt wohl, dass ich euch helfe. Ich begebe mich sofort zum Tatort, Bürgermeister Claren. Nach der ersten Explosion gab es immer Folgedetonationen, alle im gleichen Gebiet. Wenn ihr euch beeilt und rechtzeitig dort seid, könnt ihr sie vielleicht noch verhindern. Bitte, Lieutenant, schützt meine Leute und ich werde alles tun, um euch zu helfen. Bitte beeilt euch. Okay, Major Claren. Ihr könnt ja was über den Bürgermeister lesen. Und ich werde erstmal noch ein bisschen EP machen und dann wollen wir den aktuellen Pferd mal rausholen. Ich habe noch Eric draußen gehabt für die letzte Quest. Wie komme ich da jetzt hin? Ich darf hier durch, ne? Hier durch das Tor. Genau, da ist schon die grüne Tür. Ich glaube, es geht sogar nur hier durch. Ach, guck mal, der Wasserbuff ist auch da. Aber den brauche ich jetzt nicht, deswegen hole ich mir den nicht. Maus weggemacht. Wer ist da? Halte durch, Bennett. Ich bin's, Kana, deine Nachbarin, erinnerst du dich? Du wirst es schaffen. Versuch dich nicht zu bewegen, in Ordnung? In Ordnung, sicher. Aber mein Bein. Die Hilfe ist da. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Bohre Antworten, Leute. Keine Sorge, ihr seid jetzt gerettet. Hörst du das, Bennett? Alles wird wieder gut. Ich glaube, ich bin die Einzige von hier, die nicht verletzt wurde. Ich ging gerade die Straße zum Markt entlang. Eben gehe ich da noch lang und auf einmal liege ich bäuchlings auf der Straße. Ich habe die Explosion nicht einmal gesehen, nur gespürt. Es geht nach einer knappen Sache. Es ergibt keinen Sinn. Was für ein günstiges Timing. Ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid, Ma'am. Ja, ich... Ein paar Sekunden später und ich wäre immer noch drin gewesen. Droide. Es war ein Droide. Kam zur Vordertür rein und bumm, alles wurde weiß. Raffiniert, sehr raffiniert. Muss eine Mordsexplosion gewesen sein. Ihr wisst nicht, was ihr gesehen habt. Eine Bombe versteckt in einem Droiden. Kein Wunder, dass das niemand bemerkt hat. Ja, ich bin mir ganz sicher. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Da drüben. Am Eingang. Oh, fuck. Zerstör die Bomben tragenden Druiden. Oh, shit. Ich komme zur Rettung. Darf ich einen Augenblick mit Ihnen sprechen? Nein, darfst du nicht. Wie kann ich Ihnen dienen? Du kannst mir gar nicht dienen. Hau ab. Wenn du mir einfach abhaust. Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir werden alle sterben. Wie geil. Wir werden alle sterben. Nein, wir werden nicht sterben. Wie kann ich Ihnen dienen? Hau ab. Alter, wie viel ist das? Oh shit, gut, dass ich einen Heilergefährten hab. Okay, das war's schon. Das war einfach. Ich muss sagen, früher war das ja extrem schwierig gewesen, wo man ja noch keinen Heilergefährten hatte. Mittlerweile geht's ja total einfach. Ist es vorbei? Sind sie alle tot? Jo, tot sind sie nicht, eher kaputt. Positiv, du durftest rein. So tot wie Druiden sein können, wären wir sonst hier, ja, ich sag mal das hier. Da sie technisch gesehen nie lebendig waren, begnüge ich mich damit, sie auseinandergenommen zu haben. Genau, so meine ich das auch. Ihr habt es geschafft! Ihr habt es wirklich geschafft! Wir sind in Sicherheit, Bennett. Gut. Wir verdanken euch unser Leben.
Ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie vergelten. Nicht notwendig, ich tue meine Arbeit. Ihr könnt mich bezahlen. Vielleicht eine alternative Belohnung. Warum gibt's hier nichts Gutes? Als Soldat der Republik ist es meine Pflicht zu helfen. Ihr seid ein wahrer Held. Ich werde nie vergessen, was ihr hier heute getan habt. Niemand wird das. Nochmals danke. Lol. Aber das war so gerade total geil. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder den perfekten Titel für die Folge gefunden. Wir werden alle sterben. Okay, einmal wieder zurück zum Bürgermeister. Schnelle Antwort. Was bekommen wir? Wir haben hier einen wunderschönen Generator. Minus Beherrschung. Gut, die Beherrschung, die kriege ich gleich wieder rein mit dem Kristall. Kristall kann ich mal theoretisch mal holen aus der Sammlung. Jetzt bin ich mit dem Gesuch hier wieder los. Farbkristalle? Nein, Farbkristalle. Nee, Moment. Ach, ich habe nach W gesucht. Deswegen findet er den nicht. Ich weiß nicht, warum er da mein W einträgt, wo ich gar nicht auf W drücke. Ich habe die Bombenangriffe gestoppt. Nach der ersten Explosion gab es keine weiteren Opfer. Das habt ihr wirklich getan? Danke, Lieutenant. Ich danke euch vielmals. Die Einwohner von Anchorhead stehen in eurer Schuld. Entschuldigt, Bürgermeister Claren. Ich störe nur ungern, aber wir haben ein dringendes Holo-Gespräch. Jemand behauptet, wichtige Informationen über die Identität des Bombenlegers zu besitzen. Was? Wirklich? Stellt ihn durch, Cole. Hallo, Bürgermeister Claren, Sir. Mein Name ist Vanto Basrin und ich habe wichtige Informationen für euch bezüglich... Entschuldigt, ist das... Sergeant? Seid ihr das? Ich bin es, Lunte, von Ort Mantell. Erinnert ihr euch? Ja, ich erinnere mich. Ich wusste es. Verräter vergesse ich nicht. Wie könnte ich euch vergessen? Ich weiß, ihr werdet mir das wahrscheinlich nicht glauben, aber ich bin wirklich froh, dass ihr hier seid. Wenn jemand die Imperialen und die Bombenangriffe stoppen kann, dann ihr. Hier sind 11 Leute auf dem Planeten und hier steht so viel Kram im Chat drin. Ich bin nicht wegen der Imperialen hier. Ihr seid wieder auf unserer Seite. Was für ein scheißes Spiel treibt ihr? Ihr verratet das Imperium und helft erneut der Republik? Ja, bitte, bitte vertraut mir. Mit meiner Hilfe könnt ihr sie aufhalten. Lieutenant, wer ist dieser Kerl? Kann er uns wirklich helfen, die Bombenangriffe zu stoppen? Das sind vertrauliche Informationen. Das finden wir gleich heraus. Nein, das ist alles gelogen. Ich kann euch nichts über diese Person oder über meine Mission erzählen, Sir. Bitte, ich habe nicht viel Zeit. Wenn sie mich erwischen, dann... Das wäre nicht sehr schön. Die Imperialen haben mich hierher gebracht, um für sie Bomben zu entwickeln. Ein Wüstenplanet, irgendwo im Nirgendwo. Dann wollte der imperiale Anführer, Colonel Gorik, die Bomben testen. Er wollte dafür aber keine leere Wüste, er bestand auf ein bewohntes Testgebiet. Er wollte Anchorhead. Dieses Monster! Er tötet unschuldige Leute nur, um eure verdammten Bomben zu testen? Kommt dieses Yard eine neue Erweiterungs... Was denkt ihr... Ich hoffe es mal. Verabschiedungswürdig, wenn man den Verräter glaubt. Haltet euch da raus, Claren. Ihr geht davon aus, dass Lunte die Wahrheit sagt? Warum sollte ich lügen? Warum sollte ich euch denn kontaktieren, wenn ich euch nicht helfen möchte? Das würde doch keinen Sinn ergeben. Gut, sobald ich das wusste, sagte ich Gorik, ich mache das nicht. Niemals. Also haben sie mich hier eingesperrt. Jetzt steht's wieder in den Kommentaren. Gorik hat Angst vor Tarus. Ansonsten hätte er mich einfach getötet. Nur ihr könnt Gorik aufhalten. Lasst mich euch helfen. Ich weiß, wer die Bombendruiden zusammenbaut. Das spielt keine Rolle. Sie werden nicht vom Imperium gebaut? Hören wir zu. Bitte. Ich bin ganz Ohr. Eine Gruppe Geonosianer baut die Bombendruiden. Sobald ein Trupp fertiggestellt worden ist, werden sie an die von Gorik gewünschten Koordinaten geschickt. Die Geonosianer verstecken sich irgendwo außerhalb von Anchorhead. Nur kenne ich die genaue Position nicht. Die Wachen kommen. Ich muss den Sender verstecken, bevor ich noch entdeckt werde. Lunte Ende. Alles klar. Bleib dran. Wovon hat er gesprochen? Roger. Hör zu, Lieutenant. Ich kenne wirklich nicht die ganze Geschichte, aber ich denke, dass er die Wahrheit gesagt hat. Die Geonosianer, von denen Lunte gesprochen hat. Eine große Bande von ihnen hat sich vor 2 Monaten in einer verlassenen Stadt niedergelassen. Sie stellten kein größeres Problem als Plünderer dar. Wir hätten nie gedacht, dass sie mit den Bombenangriffen zu tun haben. Es gibt nur einen Weg, Klarheit zu schaffen. Wer sind diese Geonosianer? Ich bin noch nicht überzeugt.
Sieht so aus, als müsste ich dieser Bande einen Besuch abstatten. Wenn ihr den Anführer der Geonosianer tötet, sollten die Bombenangriffe aufhören. Aber es gibt so viele. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Lass uns das. Das gefällt mir. Was? Keine Verhandlungen? Jetzt redet ihr mehr wie ein Soldat und weniger wie ein Bürgermeister. Ich bin nicht sicher, ob das ein Kompliment ist. Aber danke. Viel Glück da draußen, Lieutenant. Vielen Dank. Bestimmt, wenn unser Bürgermeister auch so wäre. Nee, ist jetzt keine Beleidigung, keine Sorge. Ich komme zur Rettung. Das war jetzt ein Witz. Bis jetzt, wenn er wieder irgendwo steht. Ey, du beleidigst den Bürgermeister. Nee, das war jetzt ein Witz. Abgefangen. Hose. Brauche ich aber nicht. Ich habe meine Super-Level-Rüstung. Alter, ihr wollt nicht wissen, was da gerade im Chat stand. Wäre auch gleich sie dabei. Also ich wäre auch gleich sie dabei. 10.43 Uhr schon wieder. Ach, ich brauche irgendwie. Nehmt es irgendwie, dass die Festplatte wieder voll ist. Ich glaube, ich hab zwar ungefähr 300 GB Platz gemacht, aber die wird so schnell voll. Ich brauch mal eine dritte Festplatte am besten noch. Irgendwie mit 2 Terabyte oder so. Nur für Aufnahmen. Ich glaube, selbst die würde ich voll bekommen. Die würde ich sogar auch voll kriegen, glaube ich so. Ich muss vielleicht mal eine Aufnahmefestplatte noch reinbauen an den PC. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Ich muss nach da. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich muss das Taxi nehmen, weil ich da sonst nicht durchkomme. Ohne Taxi kommt man nämlich hier an diesem Bereich nicht vorbei, weil hier ist irgendwo eine unsichtbare Wand und da kommt man dann nur mit Taxi durch. Weil die ist genau so gebaut, dass man halt nicht vorbeikommt. Da die so unsichtbar ist, kann man sie auch nicht sehen. Da war sie gerade, die unsichtbare Wand. Habt ihr gerade gesehen, weil ich da so komisch zurückgebackt bin mit der Kamera. Und Land. Habe ich noch eine Pistole? Jo, wäre auch bereit, okay. Hier sind 12 Leute auf Tatooine. Gibt es hier noch eine zweite Instanz oder so? 19, ja gut, 19 sind es. In der zweiten Instanz sind auch noch ein paar. Oder Shadow ist ja für beide Instanzen. Ja, der Bereich ist zwar schon geladen, aber ich krieg trotzdem einen Ladebildschirm. Ich glaube, Star Wars bei auch, dass sie hier diese Buttons sind, dass sie hier drauf achtet. Nur nicht sterben. Nur nicht sterben, genau. Man kann natürlich den Ladebildschirm auch komplett rausnehmen, aber das will ich nicht, weil ich das ein bisschen Cheating finde. Weil sowas ist meiner Meinung nach dann wieder Cheating, wenn man den Ladebildschirm komplett rausnimmt. Ausprobiert habe ich schon mal, das funktioniert wirklich, aber Cheating meiner Meinung nach. Deswegen lasse ich es. Und ich würde sagen, hier beende ich auch erstmal die Folge, denn ich sehe gerade jetzt bei 21 Minuten. Deswegen würde ich sagen, beende ich erstmal bis bald und ciao.